Das Osterwochenende hat also die erwarteten ca. 1000 Kilometer gebracht und jetzt müssen die Reifen runter, kommen neu drauf, die dann über den Urlaub halten sollen. Und ja, deshalb müssen die Räder wieder raus. Sind zwar gerade erst reingekommen vor Ostern, aber na gut, jetzt müssen sie wieder raus. So ist das nun mal. Vorderrad mache ich mal im Schnelldurchlauf. Zwar noch ein bisschen was drauf. Die Schraube kann man hier problemlos aufmachen, während die diese hier noch fest sind. Das ist kein Problem, weil die ja in die Achse reingeht. Sogar besser im Prinzip, weil die Achse noch festgehalten wird. Achse ist jetzt gezogen. Muss man sie vorne ein bisschen höher machen, damit unter dem Schusstrich durchkommt. Grüß dich! Das ist also die linke Seite vom Vorderrad, wo also nicht der ABS-Kranz ist. Das kann man hier mal ein bisschen sauber machen. Altes Fett abputzen. Dann kann man diesen Ring hier rausnehmen. Der steckt hier nur drin. Hier, das ist der Wellendichtring. Der sitzt vor dem Lager. Das macht man auch ein bisschen sauber. Auf der anderen Seite sitzt auch wieder so ein Ring drin, der ist ungefähr doppelt so dick, wenn man das hier mal vergleicht, also auf der ABS-Ringseite rechts ist er ungefähr doppelt so dick wie der hier auf der linken Seite. Wird auch ein bisschen geputzt. Hier macht man das alte Fett mal ein bisschen weg und den Schmutz. Und wenn man jetzt hier reinguckt, das sieht auf beiden Seiten gleich aus. Das ist der Wellendichtring hier, das ist das der Innenseite. Wie gesagt, der Innenring vom einen Radlager, zwei Radlager hat das Vorderrad auf beiden Seiten. Und hier sieht man so eine kleine Stufe und hinter der Stufe ist eine Hülse. Die Hülse ist im Prinzip das Anschlag des Innenrings des Radlagers, weil wenn die Außenhülse dagegen drückt, muss die Kraft, die da ja aufgebracht wird, durch die Schraube natürlich abgefangen werden. Deshalb sind die Innenringe der beiden Radlager über diese Hülse miteinander verbunden. Das heißt, das Radlager kann ja nur radiale Kräfte aufnehmen und keine axialen Kräfte aufnehmen. Und durch diese Stützhülse in der Mitte wird also gewährleistet, dass die Lager nicht kaputt gehen, sondern wirklich nur radial und keine axialen Kräfte aufnehmen müssen. Die Hülse kann man nicht verlieren. Also die kann man nur dann verlieren, wenn man die Radlager rausmacht, aber das haben wir jetzt nicht vor. Man kann mal schauen, nachdem man das Öl abgeputzt hat, ob sich die Lager drehen, wie sie es anfühlt. Es geht nicht besonders leicht, das ist auch nicht unbedingt notwendig. Aber sie müssen sich drehen, ohne zu kratzen, ohne zu schaben oder sonst irgendwelche Rumpelgeräusche zu erzeugen. Geräusche sind jetzt weniger zu erwarten, aber wenn man das Lager mit dem Daumen dreht, merkt man schon, ob es irgendwo ungleichmäßig läuft. Ist hier nicht der Fall, also die Radlager machen einen sehr guten Eindruck.
Damit ist der Ausbau des Vorderrads soweit beendet und wir wenden uns dem Hinterrad zu. Zum Ausbau des Hinterrads stelle ich den Scherenheber so ein, dass das Hinterrad gerade so aufsitzt, sodass ich die Achse lastfrei ziehen kann, und beim Einbau mache ich das dann wieder genauso. Dann kann ich es dann nämlich lastfrei reinschieben. Und das mache ich jetzt mal. So, jetzt sitzt das Hinterrad gerade so leicht auf. Und das ist jetzt genau passend. Bin hier ein bisschen faul, nehme einfach einen Schlagschrauber. Kommt dann die Mutter weg, ein Ring. Dann kann man der Achse ein paar Schläge verpassen. Und dann kann man sie auf der anderen Seite, da sie ja entlastet ist, einfach rausziehen. Wenn alles schön gut eingestellt ist, dann bleibt das Hinterrad gerade da, wo es war. Rollt nicht weg, fällt nicht runter und ist schön brav. Hier sitzt auf beiden Seiten Kettenspannerelement, das kann man einfach rausnehmen. Und wenn man diese Schraube hier nicht verändert, kann man das gerade wieder einbauen, wie es vorher war, und muss an der Kettenspannung nichts nachjustieren. Es justiert sich, da man nichts geändert hat, automatisch wieder so, wie es vorher war. Auf der Seite ist auch so ein Ding. Die beiden sind gleich. Kann man verwechseln, wenn man will. Das ist eigentlich völlig egal. Die Utensilien, die zu den Achsen gehören, kann man zusammenstecken. Dann verliert man sie nicht. Das Hinterrad hat also auch zwei Hülsen, die in der Staubschutzmaschette drinstecken. Kettenradseitig, die Hülse hat einen Kragen. Macht man ein bisschen sauber. Der Kettenradträger, der ist gesteckt, den kann man also abnehmen, und das sollte man auch machen, bevor man das Rad zum Reifenwechseln bringt, weil dann geht es nicht verloren und es kann dann nicht auf die Füße fallen. Und wenn man ein Rad trägt und der Kettenradträger ist noch drin, immer Kettenradträger nach oben, weil sonst fällt er unten raus und das sind 2-3 Kilo, und mit den Zehen dann in den Fußrücken, dann ist die Saison gelaufen, also immer Kettenradträger nach oben, Bremsscheibe nach unten beim Tragen oder das Ding gleich rausmachen. Das mache ich mir so. Das mache ich jetzt mal. Ja, was kommt zum Vorschein? So Gummidinger, die sitzen hier also drin, das sind die Ruckdämpfer, die sitzen also zwischen im Prinzip dieser Konstruktion hier, ich zeige es mal so, zwischen dieser Konstruktion und diesen Kammern, da sitzen also die Ruckdämpfer, und da das Gummi ist, klemmt das ein bisschen. Beim Zusammenbau mache ich immer ein bisschen WD-40 rein, damit es beim nächsten Mal Auseinanderbau nicht so klemmt, aber naja, das klemmt meistens halt doch. Die Ruckdämpfer, das sind also solche Gebilde, es gibt also 5 Stück, die sind alle identisch und man darf sie auch verwechseln, wenn man das möchte. Hier kann man auch mal das alte Fett befreien. Kann mal schauen, wie sich das Radlager so dreht. Dreht sich hervorragend. Prima.
Hier ist noch ein kleiner O-Ring. Wenn man will, kann man den, bevor man das Rad wegbringt, abmachen. Dann geht er wenigstens nicht verloren beim Radwechsler. Und man kann die Grube, wo er saß, ein bisschen sauber machen und dann neu fetten. Auf der anderen Seite ist also auch wieder so eine Abstandsbüchse. Etwas kleinere mit einem kleinen Kragen. Man sieht also hier mal den Unterschied. Die große und die kleine. Die kleine kommt auf die ABS-Seite. Hier wird auch mal ein bisschen sauber gewischt. Hier ist auch wieder ein Radlager. Die Konstruktion ist genauso wie beim Vorderrad. In der Mitte ist eine Hülse, um die Lager gegeneinander abzustützen. Ja. Jetzt ist auch das Hinterrad zur Abgabe bereit und zum Reifen wechseln. Das ist also die Beute, der Kettenradträger, zwei Hülsen und fünf Ruckdämpfer. Die kann man mal kontrollieren, ob sie noch in Ordnung sind, ob sie irgendwelche Beschädigungen aufweisen. Üblicherweise tun sie das nicht. Der Kettenradträger selbst, den kann man hier innen ein bisschen sauber machen. Der besitzt an dieser Stelle noch ein Lager. Die Hinterachse hat also drei Lager, zwei Stück im Rad, wie beim Vorderrad auch, haben wir eben gesehen. Und ein Lager sitzt also hier im Kettenradträger. Und das kann man sich natürlich verlustieren, wie ich das immer gern mache. Alte Schmiere raus, neue Schmiere rein. Alles mal sauber machen. Aber wenn man dazu keine Lust hat, kann man es auch lassen. Ist natürlich auch eine gute Gelegenheit, mit ein bisschen Bremsenreiniger das Kettenrad mal so ein bisschen sauber zu machen. Den alte Kettenfett ein bisschen zu entfernen. Damit Neues wieder Platz hat. Warum mache ich das? Weil ich das mit meinen Zähnen auch so mache und meinen Zähnen tut das gut. Sind kerngesund. Und ich denke mir, denen tut es einfach auch gut. Und außerdem finde ich, ist es ziemlich beruhigend, das zu machen. So, der Kettenradträger ist wieder schön. Aber hier gibt es natürlich noch eine ganze Menge zu tun. Aber wie man Motorrad putzt, das will ich jetzt nicht filmen. Aber ich tue es einfach. So, jetzt alles ganz gut sauber geworden. Ich habe den Kettenradträger mal auf die Achse wieder aufgefädelt und die Bremsankerplatte auch, damit alles seine Ordnung hat. Die Räder sind jetzt bei Markus zum Neubereifen. Die Reifen kommen leider erst morgen, aber das macht nichts. Ist ja noch anderes Zeug zum Fahren da, wenn es sein muss. Ja. Damit warten wir mal, wie es weitergeht mit neuen Reifen. Der Abend eines anderen Tages. Es ist wieder mal Montag, wie man deutlich sieht. Die neuen Reifen sind jetzt auf den Rädern drauf. Und ich bereite die Räder jetzt auf den Einbau vor. Zunächst mal Entfernen des alten Klebemittels von den Auswuchtgewichten. Neue Auswuchtgewichte sind auch drauf gekommen. Sieht nicht besonders schön aus, aber lässt sich wohl nicht vermeiden. Schwarz-Gold, naja, passt zum Motorrad wenigstens. Da hat man immer ein bisschen zu tun. Nachdem die Felgen sauber sind, bereite ich die Räder weiter vor. Hier diese Lippen werden innen ein bisschen mit Fett gefüllt, damit die Feuchtigkeit da nicht eindringen kann. Passiert auf dem Radlager nichts. Das ist hier die ABS-Seite, da kommt der etwas dickere Distanzhülse rein. Auf der anderen Seite mache ich das Gleiche. Diese Staubschutz
Manschetten haben so lamellenartige Struktur. Da kann man also schön ein bisschen Fett zwischen die Lamellen schmieren. Das macht sich ganz gut. Im Hinterrad mache ich es genauso. Auf der Bremsenseite kommt die etwas kleinere Hülse hin. Das Fett hilft auch ein bisschen, die an Ort und Stelle zu halten, weil die bewegen sich auch noch ganz leicht und fallen auch noch mal ganz gerne leicht raus. Hier kommt ein bisschen frisches Fett in die Grube, wo der O-Ring drin sitzt. Dann gleich wieder drin sitzt. Hier kommt ein bisschen WD-40 rein. Dann werden die Gummipuffer wieder installiert. Ruckdämpfer heißen die Gummipuffer eigentlich, klar. Oben drauf kommt jetzt auch noch ein bisschen WD-40. Gut flutscht, kann man ein bisschen verreiben. Der Kettenradträger wird hier auch ein bisschen gefettet. Nicht so viel, dass es rausquillt, nur dass alles schön mit einer Schicht bedeckt ist, so dass Feuchtigkeit nicht an das Metall kommen kann, so leicht. Ich habe hier auch eine dünne Schicht WD-40 aufgebracht und jetzt geht das Ding hier wieder rein, irgendwie. Orientierung ist egal. Das hat sehr gut geflutscht. Sitzt prima. Jetzt kommt noch ein bisschen Fett hier in die Dichtlippe rein. Und hier auf die Seite kommt der, auf die Kettenseite kommt der etwas größere Ring. Und damit wäre das Hinterrad auch fertig und vorbereitet für den Einbau. Ich tue mir ganz gerne ein ganz kleines bisschen Fett in die Führung von der Bremsankerplatte. Und hier in das Loch, wo die Achse durchkommt. So, dass es gerade bedeckt ist, nicht dass es rausquillt. Hier liegt die Achse bereit. Und die Sachen werden noch gebraucht. Mutterscheibe und die Kettenspannhülsen. So, die Kette hängt jetzt hier. Bremsankerplatte ist in Position. Das Motorrad ist ein bisschen nach vorne geneigt, sodass also dass es die gleiche Position hat wie beim Ausbau des Hinterrads. Also müsste das jetzt gerade so reinrollen. Das versuche ich jetzt mal.
muss natürlich die Bremse über die Scheibe. An der Stelle kann es also Sinn machen, die Bremsbacken ein bisschen auseinanderzufahren, damit man ein bisschen mehr Platz hat. Die Bremsankerplatte muss in Position bleiben. Kette ist auch drauf. Und wenn man dann so weit ist, dass das alles halbwegs passt, sodass also die Bremsankerplatte, die Bremse eingefädelt ist, die Bremsankerplatte sich vor der Distanzhülse befindet. Auf der anderen Seite sieht das ähnlich aus. Dann kann man das Rad ein bisschen gerade stellen und das Motorrad dann hinten wieder runterlassen. Bis das alles passt. Ungefähr jetzt der Fall. Man kann das jetzt also so justieren, dass das Ganze halbwegs fluchtet, dass man da also schön durchgucken kann. Ja, und dann fängt man an, die Achse durchzustecken. Ganz das Rad noch ein bisschen schief. So, ist ein bisschen Fummelei, aber die Kettenspannung stimmt jetzt automatisch wieder. Wenn man an den Schrauben nichts gemacht hat und wenn man mit der Kettenspannung vorher zufrieden war, darf man das jetzt also auch sein. Auf der anderen Seite kommt jetzt auch der Kettenspanner dran. Scheibe, Schraube. Jetzt fahre ich das Rad mal wieder hoch, dass es ein bisschen der Luft hängt. Klebt ein bisschen der frische Gummi da unten. Bevor ich die Bremskolben jetzt anlege, will ich die Bremsscheibe ein bisschen sauber machen, um sie von den Fettfingern zu befreien. Ich ziehe die Radmutter mal leicht an. Damit zunächst. Schau ich, dass sie schön vorne im Kettenspanner sitzt. An. Jetzt messe ich erstmal die Kettenflucht, gucken, ob das noch alles passt. Ja, perfekt. Perfekt reitet der Laserstrahl da oben entlang. Die Hinterachsmutter bekommt 113 Newtonmeter.
ist schon was. Da hängt man auch bei so einem langen Ding schon mit ein bisschen Kraft dran. Nochmal ein letzter Test der Kettenflucht. Ja, passt. Gut. Eine Runde Revitec. Solange es noch flüssig ist, wird es noch da weggeputzt, wo es nicht hingehört. Das wird nämlich in ein paar Minuten wird das ungefähr wie Honig und morgen früh sieht es dann aus wie Klarlack, dieses schöne Revitec-Spray. Bis jetzt bin ich recht zufrieden damit. Noch kein Rost an der Kette, so wie bei dem Tri-Loop. Vom Verschleiß her, naja gut, da kann man halt noch nichts sagen. Dafür benutze ich es noch nicht lange genug. Jetzt setze ich das Hinterrad wieder auf, damit ich für das Vorderrad genügend Platz habe, um es unterm Schutzblech durchzubringen. Die Bremssättel sind in Parkposition mit einer Schraube. Die mache ich jetzt ab. Jetzt kommt das Vorderrad rein. Nachdem es unter dem Schutzblech ist, kann ich sie da vorne absenken. Bis es hier passt. Nicht genau jetzt. Vorderachse wieder leicht fetten. Habe ich mit der Hinterachse übrigens auch gemacht, habe ich vergessen die Kamera einzuschalten. Aber ich mache es immer so, dass ich die Achsen leicht fette, damit sie nicht rosten und keinen Grünspann oder sonst was ansetzen. Die Gewinde jedoch werden nicht gefettet, sondern nur die Achsen selbst. So. Hier lässt sich es ein bisschen leichter installieren, wenn man die Bremsbeläge etwas auseinanderdrückt. Dadurch läuft der Behälter oben schon nicht über.
Das war's, neue Reifen. Mehr war es nicht, mehr soll es auch nicht werden. Gut, bis zum nächsten Mal.